So, hallo, ich dachte, ich stelle mal mein Fahrrad vor. Mit Solarzellen. Selber gebautes Lastenrad. Der hintere Teil war mal ein Mountainbike, der vordere ein Kinderfahrrad. Passt ideal zum Einkaufen ohne Solarzelle oder zum Reisen mit Solarzelle. Die vordere hat 180 Watt, die hintere hat plus 50 Watt, also zusammen über 200 Watt. Mit Sonnenuhr, damit sie immer gut ausgerichtet sind. Das Ganze natürlich mit einem Bafang 500 Watt Motor, 700 Wattstunden Akku. Das heißt, man kommt die Berge sehr schön hoch und hat auch Reichweite, auch ohne Licht. Aktuell machen wir 94 Watt und ich hatte heute Watt Peak 115 Watt. Es ist Mitte März, es ist sonnig, die Sonne steht noch nicht ganz so hoch. Was wichtig ist, dass man sie optimal ausrichten kann. Wenn ich es jetzt mal nicht optimal habe, dann gucke noch mal aufs Wattmeter, dann habe ich jetzt bloß noch 45 Watt. Wenn ich es wieder gut ausrichte, habe ich wieder 102 Watt. Ja, das ganze Ding funktioniert gut, macht Spaß. Fährt sich ein bisschen komisch, wenn man das Vorderrad nicht sieht, wenn die Solarzelle drauf ist, aber kleine Gewohnheitssache. So, ich bin zurück von meiner kleinen Testfahrt. Alles hat funktioniert und gehalten. Das ist schon mal gut. Ist noch gar nicht so lang, dass alles zusammengebaut ist. So, da steht das gute Stück. Eben noch beim Einkaufen gewesen.
Also in Summe waren das jetzt heute 86 Kilometer von Schwäbisch Hall über Kirchberg nach Crailsheim und über Obersontheim wieder zurück. 950 Höhenmeter. Das Ganze in 4 Stunden 22. Das ist ein Schnitt von 19,8. Und losgefahren bin ich mit Akku 100% und angekommen bin ich mit 74% Akku. Das heißt, ich habe ca. 180 Wattstunden verbraucht. Und das Wattmeter hat aufgezeichnet, dass ich 380 Wattstunden solaren Gewinn hatte. Das heißt, insgesamt habe ich 560 Wattstunden verbraucht. Das heißt, ohne Solarzelle wäre der Akku bloß noch ungefähr viertelvoll. So ist er noch dreiviertel voll. Und in 3 Stunden Sonne ungefähr wäre auch wieder ganz voll. Die letzten 2 Stunden von der Tour war es bewölkt. Ist es jetzt immer noch. Das heißt, die letzten 2 Stunden hatte ich kaum noch solare Gewinne. Also insgesamt, das System funktioniert ganz gut. Wenn sonnig ist, kann man mit viel Verbrauch fahren, braucht sich nicht einschränken. Wenn es bewölkt ist, muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel verbraucht. Sonst dauert es lang, bis der Akku wieder voll wird. Genau. Dann bis zum nächsten Mal.